Saddle, moin moin und herzlich willkommen hier zu einer neuen, chilligen, ruhigen, entspannenden Folge Prison Architect im Dschungelknast. Freut mich, dass du eingeschaltet hast. Hier geht wieder die Post ab. Alles sieht aus wie Sau. Alles ist kaputt. Bewusstlose Leute. Ja, so ist es, ne? Ich habe mir was überlegt. Das hat auch der liebe Terra LP geschrieben. Das lesen wir gleich vor, ja? Dass wir immer so kleine einzelne Blöcke machen. Aber dazu müssten wir natürlich alles einzäunen erstmal, weil die ja sonst so direkt laufen gehen. Ne? Das Problem ist, wir haben im Moment kein Geld dafür. Ja? Also, lieber Terra LP, wir lesen gleich noch deinen Kommentar vor. Aber ich würde sagen, erstmal brauchen wir Geld dafür. Ja? Und dann können wir das wirklich so schön machen. Finde ich eine richtig, richtig gute Idee. Wenn wir Geld haben, können wir dann vielleicht sagen, das hier ist unser Anfangsknast, wo es aussieht wie Sau. Wenn wir dann hier drumherum noch Teile freischalten, dann können wir da schon mal anfangen, schön zu planen und können dann später hier den Schutt abreißen und was Neues machen, oder? Würde ich jetzt vorschlagen, wir könnten hier unten dran nochmal, der steht da rum. Ne, hier wollten wir die Einzelzellen hinmachen. Da kommen die Einzelzellen hin. Die Frage ist jetzt, das hier sollte unser Gang werden, ne? Ne, wir haben uns halt alles zugebaut hier, wir Experten, oder vielmehr ich Experte. Das heißt, wir machen jetzt hier oben nochmal Fundament gemauert. Und das will ich doch gar nicht. Ich will das doch mit der rostigen Mauer hier. So. Bitteschön. Mach mal so. Machen wir das noch was länger. Und dann mache ich hier oben jetzt schon mal eine Krankenstation dran und so weiter. Wie gesagt, damit wir endlich mal hier ein bisschen weiterkommen. Zuschuss müssen wir auch noch gucken. Den Hof und die Dusche. Ich will eigentlich keine Dusche bauen, aber wir müssen es, oder? Die kommen wieder nicht rein. Haben wir überhaupt noch Leute? Die sind alle bewusstlos hier, ne? 5 Wachen, 5 Bewusstlose, ne? Nein, einer ist noch da. So, räumen wir mal ein bisschen auf hier. Die sind alle bewusstlos und verletzt. Hier hinten ist Schlägerei. Ich sag ja, die sind wieder drauf. Ey, die sind wieder drauf. So, ihr baut hier. Jawohl, bitte baut. Dann können wir eigentlich schon mal den ersten Kommentar lesen von der lieben Lianora. Die schreibt nämlich, wie schön du an dem dunklen Parkett vorbeischaust. Dritte Zeile von unten, zweiter von rechts, wenn ich das richtig gesehen habe. Wenn das so weitergeht, kommt der Tag der lebenden Leichen weit vor dem Tag der offenen Tür. Keine Ärzte, alle scheinen tot, sogar schon psychisch Kranke und eine Akustik wie in einem Fußballstadion. Ja, so ist es. Wer meine Gefängnisse kennt, der kennt mich, ne? Dass bei mir, oder weiß, dass bei mir immer chaoslos ist. Gucken wir mal, wie das dunkle Parkett aussieht. Sieht das besser aus? Bambus oder dunkles Parkett? Das sieht auch aus wie so dreckige, kaputte Holzbohlen, Holzdielen, ne? So. Deine Meinung zählt. Bambus oder Parkett? Ich lasse jetzt mal hier beides so stehen. Du entscheidest. Schreib's in die Kommentare und dann gucken wir mal, was mehr Aufrufe bzw. mehr Stimmen bekommt. Dann in der nächsten Folge. So, gemauert. Das war hier, ne? Nee, mehr Wände. Ich will wieder die. Muss ich das jedes Mal jetzt so machen? Das wäre schon nix. Hier lasse ich mal Platz. Da will ich noch mehr von denen haben. Einfach damit wir... Das reicht für die Größe, ne? Das reicht für eine Krankenstation. So, währenddessen können wir wieder hier runtergehen. Fundament, nochmal, gemauert, Hände, hier Wände, rostig. So, nochmal so. Und dann haben wir hier Toilette, Stehen, Wand und dann hier da Wand. Okay, so, sollte passen. Sollte passen. Gucken wir mal, was da rauskommt. Müssen wir erstmal hier oben gucken. Seid ihr fertig? Jo. Wände bauen. Und zwar rostige Wände hatten wir ja immer überall. So. Türen. Was können wir denn jetzt hier für Türen reinmachen? Eine Bambustür machen wir hier rein. Sehr gut. So, kommt eine Bambustür rein. Bin ich gespannt. Was ist denn hier unten wieder los? Schlägerei. Alle sind sie sauer. Kann ich gar nicht verstehen. Erweiterung, Steuererleichterung, Kredit. Machen wir einen extra Zuschuss hier. Dafür müssen wir erstmal wieder wen einstellen. Buchhalterin. Hier und da. Zack. Bitteschön. Die freut sich hier arbeiten zu dürfen. So.
Sehr gut. Den Boden lasse ich jetzt mal, da mache ich noch keinen rein. Wie gesagt, du musst dir entscheiden. Wo ist die, die Arzt jetzt hier? Erste-Hilfe-Station, Lagerraum, Krankenstation. Sie benötigen Gesundheit. Haben wir doch gar nicht. Echt? Wo ist denn Gesundheit hier? Da ist die Gesundheit. So, dann mach mal. Da müssen wir kurz warten. Macht aber nichts, dann können wir nämlich hier oben schon mal. So. Wände, Türen. Haben wir noch irgendwo einen Holzzaun? Sollen wir einfach einen Holzzaun hinmachen? Das wäre lustig. Alle, oder wir nehmen den Bambuszaun. So und so. Und dann machen wir hier den Hof rein. Gucken wir mal. Rostiger Zaun, Gras. Ne, lass mal. Bin mal gespannt, ob die da drüber klettern. Oder wir machen hier mal den hin. Gucken wir mal. Es hört sich immer an, als würden die hier überall hinpieseln, die Ferkel. Er macht wieder alles kaputt da. Ja, sieht auch nicht viel besser aus. Machen wir mal den rostigen, der passt besser hier zu. Weil wir haben ja noch keinen, wir haben ja keinen Bambus hier. So, dann kriegen wir bitte rostiger Zaun, hohes Gras, was? Kein Käfigzaun, Boden, nein, wo sind die Türen? Hier sind die Türen. So, große Gefängnistür, rein hier. Und dann machen wir hier mal Räume in den Hof. Da ist der Hof. Zack. Bitteschön. So, was hat er jetzt hier? Mindestens eine Tür, die kommt gleich, keine Angst. Ich find's lustig, dass hier drunter perfekt geschnittener Rasen ist, ne? Ich glaube, da braucht man den anderen mit dem hohen Gras. Aber wir gucken mal. Klingeling. Bitteschön, wir haben einen Hof. Jetzt könnt ihr auf den Hof. Oder auch nicht. Wer will, kann gehen. Wer nicht will, der geht halt nicht. So, 1 Stunde 35 für die Gesundheit noch. Das ist auch gut. Und jetzt muss ich mal gerade rüber auf den Desktop und das hier ein bisschen hochschieben. So. Dann können wir mal gucken, was der liebe TerraLP geschrieben hat. Der schreibt nämlich, ja, es kann sein, dass manche Änderungen, die ich erwähnt habe, durch ein anderes DLC dazu kamen. Ist halt das Problem, wenn man immer mit allen DLCs spielt. Es sind 2 Zuschüsse ohne Verbesserung. Mit der Verbesserung extra 3 Zuschüsse. Meiner Meinung nach ist ein Dschungelgefängnis offen bzw. nicht alles aneinander gebaut. Ganz unten bei der... Was? Bei den Objekten ist ein kleines Plus, wodurch man alle Objekte sehen können sollte. Normalerweise werden immer je nach Ort der Player-Kamera oder deiner Ansicht Objekte vorgestellt, beziehungsweise in den Innenraum werden dann kleine Gegenstände für draußen angezeigt. Okay, gut zu wissen. Also das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel bei Objekte bin und sage Hof hier, sehen wir ja, was hervorgehoben ist, was da gebaut werden kann, oder? Nicht überdachte Tribüne und was weiß ich, ne? Also das könnten wir jetzt alles in den Hof bauen. Guck, eine Holzpuppe zum Trainieren und schmeiß mich weg. Hier unten haben wir das Plus, sodass du noch mehr machen kannst. Vielen Dank für die ganzen Tipps. Raffle. Alle wollen sie rein hier. Was haben die denn hier? Drogen, Sicherheit. Heul nicht rum. So. Gesundheit ist fertig. Das heißt, wir können jetzt erstmal eine Krankenstation machen. Räume. Krankenstation. Hier, bitte. So, guck, wenn ich jetzt wieder hier bei Objekte hingehe, müsste er mir eigentlich anzeigen. Guck, Krankenbett kann hier hin. Machen wir mal so. 6 Stück, die reichen. Brauchen wir natürlich 2 Ärzte. So, was haben die jetzt hier? Krankenbett. Ja, muss noch installiert werden, das kommt gleich. Keine Angst, keine Angst. So, 55.000 haben wir. 40 von 24. Das kriegen wir immer noch nicht fertig. Wir brauchen noch die Dusche und die Verwahrungszelle. Ich will. Wir könnten hier Folgendes machen. Pass mal auf. Es ist zwar wieder dahin geklatscht, aber wie gerade schon gesagt, Terra, wir klatschen das jetzt hier erstmal aneinander, bis wir ein bisschen Geld haben. Weil ich glaube, mit 55.000 ist das nicht leicht, da was zu machen. Und dann fangen wir an, nach und nach mal so ein ordentliches Gefängnis zu bauen. Da hast du schon ganz recht, gebe ich dir recht, ja. Ich sag immer, wieso, ne? Oder was heißt, ich sag immer? Ich stelle mir das vor wie so eine alte Strafkolonie von früher, ja. Also überall kleine Gebäude, wo dann 20, 30 Zellen drin sind, ja. Und dann gehst du raus, hier über den Weg und da hinten geht es dann zur Dusche, da geht es zum Essensraum
Und, sowas halt, ja. Das würde ich feiern. Müssen wir mal gucken, ob wir das hinkriegen. Bestimmt. So, die sind... Hier ist die Wand weg wieder. Alter, geil. So, rostige Wand. Komm her. Dankeschön. Können wir hier übrigens auch reinmachen. Da brauchen wir noch eine Türe. So, wo ist sie? Türe geheim? Nein. Einfach eine rostige Türe hier rein. So. Und dann brauchen wir natürlich wieder die Wände. Geht dann hier 1, 2 und bei der 3 geht es hier lang. So, 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 so. Jetzt kann ich hier nichts bauen, weil genau da die Lampe ist, oder was? Dein Ernst? Was soll denn das? Jetzt müssen die alle verlegen hier. Rostig zu. So, Objekte. Wo ist die Lampe? Hier, die brauchen wir noch da eine und da eine. Und hier brauchen wir auch noch eine. Jetzt brauchen wir Türen. Da muss allerdings eine gute Einzelhafttür hin hier so. Toilette machen wir erstmal nicht rein. Das lassen wir sein. So, Strom habt ihr hier? Ich glaube nicht. Nein, natürlich nicht. So, bitte baut jetzt. Wir müssen mal Räume. Einzelhaft. Bitteschön. Man kommt nämlich direkt in Einzelhaft hier, dass mal Ruhe ist. Können wir die auch schon mal abbauen. Bennett ist sauer, dass er kein Bett hat, so wie es aussieht. Pech gehabt. So. Papizan, Rosa und Pratt. Yeah, so sieht's aus. Die drei Säcke hier. So, da sind sie dran, da sind sie dran. Das heißt, wir könnten jetzt mal hier schnelles bauen, wieder klonen. Kriegen wir das so hin? Das wäre so gut. Das wäre so gut. Ich muss nur gucken, dass das sauber da drauf liegt. So und so. Perfekt. Schnell zumachen. So, das heißt, das wird gebaut. Hier oben müssen wir dann nur unseren Weg hier, unseren Gang etwas weitermachen. Was hat er hier? Fehlverhalten. Ausbruchsversuch, Personal angegriffen, Drogenbesitz. Aha. Psychologe erforderlich, damit Bedürfnisse angezeigt werden. Status labil. Hm. Die brauchen Zugang. Hier kommt dann wieder Wände und Türen. Türe, mach eine Bambustür rein, bitteschön. So. Dass wir die Dusche kriegen. Sehr gut. Wie die mal hier durchrennen, ne? Das ist so gut, ey. Es ist so gut. Sehr schön. Aber jetzt sind sie hier oben dran, ne? Ich hoffe, dass wir dann genug Platz haben, dass alle eine eigene, wie heißt das, Zelle bekommen. So rum. Und diese Moskitonetze hier über den Betten, die feiere ich immer noch. Sieht so lustig und süß aus, ey. Das ist richtig gut. So, machen wir noch was schneller hier. Wir müssen ja eh gerade warten, bis sie gebaut haben. Wir könnten aber schon mal gucken, ob der Strom hier reicht oder ob der langsam... Der reicht nur locker. Er sitzt hier, Nahrung. Da geht doch was essen. So, da ist noch Zeug. Hier haben wir nichts. Dann machen wir hier jetzt mal Räume. Dusche. Kommt hier rein. Zack. Da brauchen wir jetzt aber Duschköpfe, ne? Kein Boden, sondern Objekte. So, wo ist der Duschkopf? Hier. Machen wir das mal so. Versorgung. Wasser. Hier. Zip. Nein. Hier lang. Hier lang. Verbinden. Elektrisch. Die Lampe da hinten hat keinen Strom. Das gefällt mir gar nicht. So, könnten wir hier eigentlich auch schon weitermachen. Bis dahin. Bis dahin. Mauern fertig. Yay. Yeah. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut.
Das heißt, wir haben jetzt alles. Außer die Verwahrungszelle. Die müssen wir vielleicht nochmal gerade zumachen. Das nächste, was wir brauchen, ist echt ein Psychologe hier, ne? Es gibt keine freie Zelle für diesen Häftling. Psychisch krank, schlaflos, kränklich, okay. Ach, die brauchen ja wieder ihre eigenen Zellen, ne? Die brauchen ja einen Psychoblock, fällt mir gerade ein. Müssen wir uns auch noch drum kümmern. Und wir haben noch 28.000 Piepen. Also langsam wird's interessant. Langsam wird's interessant. Wasser. Wir müssen dann einfach mal zusehen, dass wir fertig werden. Mit dem ersten Zuschuss da. Ich würde sagen, dafür tun wir jetzt gleich mal einfach gerade die Mauer nochmal. Zack. Zack. Das ist ja auch richtig depp. Und hier. So durch. Die Mauer nochmal kurz zumachen. So, dass wir dann den Zuschuss auch kriegen. Dankeschön, der ist hier. Das heißt, so können die dran. Das sollte passen. Sehr gut. Gucken wir mal. Wenn die alles verlegen. Kann sich nur um Stunden handeln, bis sie alles fertig geräumt haben. Das müssen wir dann auch noch anders machen. Da muss ja wieder gescannt werden, damit die nichts reinschmuggeln. Mit dem ganzen Zeug. Das muss echt ordentlich angelegt werden. Und dann müssen wir uns überlegen, ob wir mal einen schönen Knast bauen oder ob wir wieder 1000 Leute einfach hier alles reingequetscht, geknubbelt reinmachen. Aber sie klettern nicht über den Zaun hier, ne? Muss man sagen. Das haben sie bisher noch nicht gemacht. So. Nur die Verwahrungszelle fehlt noch. Dann hätten wir 10 Wände und Türen. Gib mir mal gerade die Wände hier. So, mach zu. Oh, what the hell is going on? Jetzt habt ihr hier eine Dusche, die kann gleich auch weg. So, zack. Haben wir ihn fertig, das heißt, wir können hier wieder Wand abreißen. So, buh, ja, ja, ganz ruhig. Wand abreißen. Bitteschön. So, können wir alle hier durchlaufen. Passt. So, der Weg ist voll bis oben hin. Ach, der steht auf der Straße, okay. Der steht auf der Straße, alles klar, jetzt checke ich das. Gut, was da? Das läuft noch. So, 35, ja, langsam ist die Zelle hier leer, dann sind sie alle in ihren eigenen Zellen. Ich hoffe es zumindest. Dazu muss der Käse hier aber erstmal fertig werden. Konsuela kommt schon putzen, obwohl noch gar nichts fertig ist. Auch wieder gut. Entriegelt. Bitteschön. Dann können wir da rein und raus. Hier auch. Entriegelt. So lange, bis wir da fertig sind. So. Dann könnten wir schon mal nach neuen Zuschüssen gucken. Was haben wir denn noch hier? Zuschüsse. Zellenblock A könnten wir locker machen. Ist auch instant fertig. Okay, schon haben wir wieder Geld. So, was haben wir hier? Zellenblock B. Langfristige Investitionen könnten wir mal machen. Das sind immer die, die am meisten nerven. Dann können die schon mal durchlaufen am Anfang. Und dann kannst du da dann das Geld einfach abholen. Steigen sie ihre Häftlingskapazität auf 50. Dafür gibt es 20.000. Das schaffen wir locker. Wir sind ja schon bei 45. Das geht ja schnell. Ihr müsst nur noch fertig werden hier. Und dann rein da. Und ja, dann haben wir 45, 46 Häftlinge, ne? Würde ich sagen. Wenn es dir gefallen hat, lass einen Daumen hoch da. Ich sag wie immer, danke für deine Zeit.